Schatz, ich habe schon wieder Post vom YouTube. Geil. Ja, da soll einer nochmal sagen, der Rolf Siller beantwortet keine Fanpost. Na? So, wir haben hier den weiblichen Charakter. Ich habe gedacht, wir gehen mal auf die Charaktererschaffung ein, weil es ja auch einige Leute interessiert. Und jetzt müsst ihr aber auch gleich mal den Blick vom Charakter irgendwie losreißen können. Age of Conan war ja der Vorgänger, so sage ich es einfach mal. Da war auch schon Nacktheit ein großes Thema. Hier in Conan Exiles. Führt es sich fort. Ja, ist ja auch ein kleiner Anreiz für einige, das zu holen. Und man kann es wohl auf den Servern einstellen, teilweise nackt, nicht nackt oder nackt. Ich bin jetzt mal auf dem Hardcore-Server hier gejoint, oder ich bin im Begriff zu joinen. Und wir haben jetzt hier den weiblichen Charakter mal. Und ich stelle jetzt erstmal die Völker vor. So, da gibt es einmal die Hyborianer. Das ist das Volk von Hyboria, Cimmeria, das ist Conans Volk, Stygia, so südlich, Himeliana, Hyrkania, Turania. Ich kenne nicht jedes Volk, ich kann nicht zu jedem Volk viel sagen. Kitana, das sind die Asiaten in der Welt von Conan. Kuschiten, Nordheimer, die spiele ich mit meinem Clan übrigens. Pikten, das sind mehr so wildes Volk. Chemiten, die sind... Shem ist, lass mich nicht lügen, östlich von den zivilisierten Ländern und auf der Map von Hyboria ziemlich mittig. Dafari, Ventiana sagt mir jetzt nichts, Samoriana, Samora findet auch so eine kleine Erwähnung im alten klassischen Conan-Film. Und Singarana, die kommen auch in Age of Conan vor. Also ihr habt von den Völkern her, auch wenn es optisch nicht viel Differenzen gibt, sag ich mal, habt ihr da eine Menge Auswahlmöglichkeiten. Es ist ein bisschen Background, der anders ist. Zum Beispiel die Nordheimer, die ich spiele, sind wohl auch ein bisschen wilder noch als die Cimmera, Kannibalenvolk etc. Und danach entscheidet sich auch eure Religion. Ihr seht hier jetzt noch ein bisschen was frei. Da habt ihr Krom, Zed, Jok und Mitra. Könnt ihr nicht frei wählen. Wenn ich zum Beispiel Cimmera nehme, bin ich automatisch Krom-gläubig. Stimmen. Death is cut me down, please. Yo. Der Gamer hört den feinen Unterschied, sag ich nur. So, Kopfoptionen. Wir machen nicht alles durch. Gesicht. Ihr habt ein paar nette Gesichter, die sich auch sehr unterscheiden. Hier haben wir zum Beispiel Angela Merkel oder hier Scarlett. Weiß ich nicht. Nee, also... Feinheiten halt, ne? Dann, yo. Okay. Viele feine Töne zwischendurch. Haare. Ich möchte nicht sagen, es sind dieselben Frisuren wie in Age of Conan, aber es sind fast dieselben Frisuren wie in Age of Conan. Ihr müsst mir auch verzeihen, wenn ich das immer so als Referenz nehme, aber es ist nun mal der Vorgänger im Geiste und da sind sehr, sehr viel, sehr viele Anleihen. Von diesem Spiel. Schön. Augenbrauen. Machen wir mal rot. Bisschen wuschiger, ne? Kosmetik, Lidschatten und all so ein Krimskrams. Also das, was die Leute wirklich interessiert. Grüne Lippen, warum kriegt... Also. Ja, das ist doch schon mal was. Wir nehmen mal ein bisschen Amidala-Style. Gut, Gesichtsdetails. Kinnbreite. Wir brauchen ein breites Kinn und wir brauchen... Kinnbreite und Kieferbreite brauchen wir unbedingt. Falls man mal keine Pickaxe hat, kann man sich dann durch die Steine beißen. So, Wangengröße. Nase. Brauchen unbedingt eine große Nase. Als Frau braucht man eine große Nase. Jo, das sieht gut aus. Mund. Ja.
Ohren sind überbewertet, weil auch unter den Haaren, Augen, ja, der Fokus sollte nicht auf den Augen liegen, sondern eher auf der Nase. Oh Gott. Wahrscheinlich werde ich das heute Nacht nicht aus, nicht aus meinem Hirn kriegen. So, Brustgröße. Eher sportlich. Jo, da meinen sie es gut. Hier oben habt ihr nochmal Nacktheit, keine, teilweise voll. Maximum Nudity on Server full. Deshalb bin ich auf dem Hardcore-Server gejoint, damit ich euch das zeigen kann. Nehmt ihr so einen normalen PvE-Server, ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass ihr da hier Full Nudity habt. Ja. So, Charakter wird fertiggestellt. Nein! Jetzt machen wir nämlich das große Experiment. Ich hatte bis jetzt nur Lendenschurz. FSK 18! Okay. Das habt ihr übrigens alles Sonic Vendetta zu verdanken. Das brauchen wir euch gar nicht mehr hier zeigen, oder? Gesicht. Die Gesichter sind noch vielfältiger als bei den Damen. Haare. Kriegt er nochmal rote. Also mal richtig scheiße. So. Körpermerkmale. Statur. So. Und da gibt es jetzt nicht nur Brustgröße. Da gibt es halt auch Ausstattung. Jo. Ach Leute. Sollen wir uns jetzt was... Nee, ich sag da nichts zu. Ich sag da gar nichts zu. Ich zensiere das jetzt auch gar nicht. Ja? Können wir jetzt hier irgendwie... Gut. Charakter wird fertiggestellt. Gucken, zufällig. Ja, passt schon. Wenn ich den jetzt fertigstelle, kommt hier... Steht dann hier drauf, Rolf Ziller, schlag mich tot. Und dann kommt schon die Ladesequenz für den Server, in der mich Conan befreit. Aber das hat ja nichts mit der Charaktererschaffung zu tun. Das Video wird wahrscheinlich nach 35 Sekunden gesperrt werden. Ich probiere es trotzdem. Also das ist hier quasi die Charaktererschaffung. Wir gehen nochmal lieber hier hin. Puh. Obwohl bei dem Gesicht. Gut, also ich finde, das Hauptaugenmerk sollte auf hier Religion und Volk liegen. Das ist so, finde ich, das Wichtigste. Größe, Haarfarbe etc. ist eigentlich sekundär. Aber in Anbetracht dessen, dass da auch noch NPCs rumlaufen, mit denen man sprechen kann. Und ich hoffe noch sowas wie Völker implementiert werden, dass es also eine Rolle spielt, woher ihr kommt und was ihr so tut in eurem Volk, dass das vielleicht echt nochmal wichtig wird. Also wenn ich jetzt hier Nordheimer spiele, dass ich nicht in eine normale Stadt der Hyborianer rein kann, einfach, das geht nicht. Ne? Wilde, Barbaren, Menschenfresser gehören nicht in die, in Klammern, zivilisierte Welt. Und ich hoffe, das wird sich in Zukunft in dem Spiel noch niederschlagen. Also, sprich, Nacktheit geht. Es muss beim Server vorher eingestellt werden. Und jo, dann habt ihr auch, wie ihr seht, eine Menge Möglichkeiten. Man nimmt kein Blatt vor den Mund und auch kein Blatt vor die Lenden. Von daher wünsche ich euch, wer es nötig hat, viel Spaß dabei. Ich ziehe meinen Lendenschurz jetzt wieder an. Oh, ich könnte mich auch mal anziehen. Zum Glück ist die Kamera aus. Danke fürs Einschalten. Könnt gerne ein Like da lassen oder ein Abo. Age of Conan kommt hier nicht. Scheiße. Conan Exiles kommt natürlich hier. Und ja, lasst ein paar Kommentare da. Vielleicht zum Volk. Welches Volk ihr bevorzugt und warum. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut.